Sommer 1966 ist und bleibt ein historischer Tag für den Karlsruher Sportclub. Willi Durchschnabel, können Sie sich an diesen Tag noch erinnern? Jawohl, das war der letzte Sieg gegen den VfB. Vor 22 Jahren? Vor 22 Jahren, jawohl. Und ich kann mich noch genau erinnern, nach Flanke von Wally Dobert habe ich das 1:0 gemacht mit Kopfball von dieser Stelle ungefähr aus. 4:1 hieß es damals, doch nach einer Wiederholung dieses Erfolges sah es heute nicht aus. Der Tabellenführer aus Stuttgart spielbestimmend, Jürgen Klinsmann. Und ein erster gefährlicher Kopfball von Katanec. Wieder der Jugoslawe, ein eminent wichtiger Spieler für den VfB. Asgir Sigurvinsson schüttelt Lars Schmidt und Spieß ab. Und dann der nächste Kopfball, diesmal von Klinsmann. Stuttgart dominierte 44 Minuten lang. Dann meldete sich der KSC zu Wort. Harford zu Hermann, der zu Simmes und 1:0 für die Badenser. 40.000 Zuschauer im Wildparkstadion plötzlich hellwach. Die Wiederholung. Hermann, flache Eingabe und Simmes lässt Immel keine Chance. VfB-Präsident Gerhard Meyer-Vorfelder wie versteinert. 1:0 zur Pause, eine schmeichelhafte Führung für den Außenseiter. Zweite Halbzeit beim VfB, Schröder für Sigurvinsson, doch Schwung erzeugte jetzt der KSC, Glesius. Trapp. Simmes. Hermann. Daniel Simmes, Neuzugang von Borussia Dortmund, der überragende Mann auf dem Platz. Helmut Hermann. Der KSC kämpferisch, aufopferungsvoll. Das einzige Manko, im Abschluss fehlte oft die Übersicht. Eine Stunde im Baden-Württemberg-Derby gespielt, beide Trainer inzwischen auf Tuchfühlung. Wie würden die Schwaben reagieren? Fünfte Ecke. Allgöwer, der Libero, jetzt offensiv. Freistoß Günther Schäfer. Jürgen Klinsmann, es begann die Zeit des Alexander Famula. Eckstoß. Rainer Zietsch. Wieder Famula. Anschließend hatten sich die Herren Tritschler und Schäfer einiges zu sagen. Die letzten 20 Minuten eines inzwischen mitreißenden Derbys. Gaudino, der sehr schwach spielte. Karlsruhe kämpferisch super. Daniel Simmes, nicht zu Unrecht Daniel Düsentrieb genannt. Und dann Bernhard Raab, der für Glesius gekommen war. Der KSC wie entfesselt. Trapp zu Hermann. Immel. Dann befahl Schäfer den Rückzug. Doch Pustekuchen. Seine Jungs, allen voran Simmes, kannten nur eine Richtung. Vorwärts. Und Schäfer, er dachte weiter defensiv. Aber seine Mannschaft kannte kein Zurück. Harford, Michael Spieß, noch 60 Sekunden. Immel läuft, denn dem VfB läuft die Zeit davon. Schäfer führt den Abstoß aus. Immel, wieder Schäfer. Ein weiter Schlag. Hermann weit hinten, Kopfballsieger gegen Klinsmann. Raab. Michael Harford, einer der Besten. Direkt in den Lauf von Hermann, der auf einmal vorne ist. Und das 2:0. Die Entscheidung im Wildparkstadion herbeiführt. Karlsruhe bleibt die Überraschungsmannschaft dieser Saison. Stuttgart ist die Tabellenführung erst einmal los. Ja, so muss ein Derby sein. Derbys wissen wir vom Kampf, von der Bereitschaft. Da muss mit Herz gespielt werden, das habe ich der Mannschaft vor dem Spiel gesagt. Nicht wie letztes Jahr, als der VfB durch den Freistoß das Spiel schon entschieden hatte. Wenn alle Spiele in der Bundesliga so sind wie heute wieder, ich glaube, dann kommen die Zuschauer auch und dann kann man auch mal verlieren. Für den KSC können Sie sich vorstellen, ein Volksfest, der erste Sieg nach 22 Jahren gegen den VfB.
Ja. Gut, aber ich kann da nicht mitfühlen. Danke. Bitte.